Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Höre den Predigtext für den heutigen 11. Sonntag nach Trinitatis, wie er uns gegeben ist aus dem Lukas-Evangelium im 7. Kapitel. Einer der Pharisäer bat Jesus, mit ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Da aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, es war auf einer unserer Urlaubsreisen, nicht in diesem Jahr, sondern in den vergangenen Jahren. Und ich weiß noch, das Wetter war gut, die Ferienwohnung bequem, die Vermieterin sehr freundlich damals und wir fühlten uns sehr wohl dort. Und da passierte es an einem Nachmittag, als wir gerade von einem Ausflug zurückkamen, dass die Vermieterin die Treppen zu uns heraufstieg. Mit beiden Händen trug sie eine Platte mit einem Blech
mit selbstgebackenem Kuchen. Das war aber nett. Das fand ich sehr, sehr nett. Einen selbstgebackenen Kuchen. Sie musste uns ja gern als Gäste bei sich haben, wenn sie sich extra für uns eine solche Mühe mit dem Backen des Kuchens für uns gemacht hatte. Und das machte die Freude über den Kuchen noch größer und ließ ihn noch einmal besser schmecken. Ein Kuchen extra für uns. Einen Tag später fanden wir das Gästebuch. Viele hatten sich dort eingetragen, aber dabei fiel uns auf, fast jeder bedankte sich darin für den selbstgebackenen Kuchen. Ach so, der war also gar nichts Besonderes für uns. Tja, und der gehörte für alle Gäste wohl mit dazu. Und plötzlich stellten wir fest, die Freude darüber, die war größer, als wir noch dachten, die Frau hätte den Kuchen extra für uns gebacken. Für uns Menschen ist es eben schön, auch etwas Besonderes einmal zu haben oder etwas Besonderes einmal zu sein. Und genau darum geht es in unserem heutigen Predigttext. Der Pharisäer, bei dem Jesus eingeladen war, der hatte nicht nur etwas Besonderes, sondern der Pharisäer war auch etwas ganz Besonderes, nämlich weil er etwas Besonderes tat. Nämlich er lebte streng, ganz streng, korrekt und konsequent nach dem jüdischen Gesetz. Und mit großem persönlichen Einsatz für Gott tat er das, mit viel Anstrengung. Und das war schon etwas Besonderes, so ganz besonders nach Gottes Gebot zu leben. Und zu diesem großen persönlichen Einsatz gehörte es auch, dass er durchreisende jüdische Lehrer bei sich selbst beherbergte und deshalb war es für ihn auch die selbstverständliche Pflicht, als Jesus bei ihm nun vorbeikam, ihn in sein Haus einzuladen. Doch plötzlich betritt noch ein besonderer Mensch den Raum, nämlich ein besonders schlechter, eine stadtbekannte Sünderin. Auch sie sucht die Begegnung mit Jesus. Unerhört war es, dass sie sich überhaupt in diese Gesellschaft wagte. Und dass sie auch noch Jesus anrührte. Was sie aber tat, das waren Gesten der Liebe und Verehrung. Aber eben Verehrung durch eine Geächtete. Was wird Jesus jetzt tun? Ist ihm die Gesellschaft des Pharisäers lieb, so müsste er die Frau einfach fortjagen. Lässt er die Frau gewähren, so wird sich der Pharisäer zumindest innerlich von Jesus abwenden. Jesus tut Letzteres. Er lässt die Frau gewähren. Aber er wendet sich auch an den Pharisäer. Und gerade als dieser Pharisäer verächtlich über Jesus dachte, da hört er seinen Namen. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der, dem er mehr geschenkt hat. Das war eindeutig. Das war eindeutig. Und es war ein harter Brocken natürlich für den Pharisäer, weil er verstand, dass er selbst gemeint war mit diesem Gleichnis. Mehr lieben. Wer von ihnen wird ihn mehr lieben? Wie ist denn das mit dem mehr lieben? Kann man denn das so sehen? Und genau das ist die Situation in unserer Geschichte. Auf der einen Seite ein anständiger Mensch,
untadelig gepflegt, stets auf um das Beste bemüht. Und gerade wegen seines guten Lebenswandels wird ihm ein Mangel an Liebe vorgeworfen. Und auf der anderen Seite ein gefallener Mensch. Diese Frau ohne Ehre und ohne Anstand, ein Lotterleben führend. Und gerade daraus erwächst ihr eine heilvolle Liebe. Und das ist die schwierige Situation. Auf der einen Seite ein Mann, der alles, was er hat, für Gott einsetzt. Und gerade dem wird Lieblosigkeit vorgeworfen. Und auf der anderen Seite wird hier eine Frau gewürdigt, die sonst nichts für Gott tut. Im Gegenteil, eine elende Sünderin ist. Und nur aus Liebe kommt sie nun zu Jesus. Was soll denn das heißen? Was soll das heißen? Was ist denn hier nun gut in unserer Geschichte und was ist schlecht? Wer von beiden muss denn hier nun etwas ändern in seinem Leben? Jesus kann doch nicht meinen, so wie diese Frau, so müsst ihr werden, so wie die Sünderin. Das kann er nicht meinen. Aber Jesus will auch nicht sagen, nehmt euch den Pharisäer zum Vorbild. Wem viele Sünden vergeben sind, der zeigt auch viel Liebe. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und wer sind wir? Ja, wer sind wir denn nun und zu welcher Seite gehören wir? Zu der einen, zu der anderen? Sind wir die, die Gott viel lieben? Oder sind wir die, die Gott wenig lieben? Zu welcher Seite sollen wir denn gehören? Zweifellos will Jesus uns doch dazu auffordern, viel zu lieben und vielleicht auch mehr zu lieben und immer mehr zu lieben. Er will uns eigentlich auffordern, so zu lieben wie die Sünderin. Aber andersherum muss Jesus doch zweifellos auch daran gelegen sein, dass wir versuchen, Gottes Willen und seine Gebote zu beachten. Eben nicht so viel zu sündigen. Muss auch uns etwa erst viel vergeben werden, um richtig lieben zu können? Müssen wir erst viel, sozusagen viel Vergebungsnotwendiges anhäufen, damit uns auch viel vergeben werden kann, damit wir selbst lieben können? Die Liebe zu Gott hängt an der Vergebung, sagt Jesus. Und für Gott ist keine Sünde zu groß oder zu schwer, als dass er sie uns nicht vergeben könnte. Und wenn wir merken in unserem Leben, welch großes Geschenk Gott uns damit macht, mit der Vergebung unserer Sünden, dann kann unsere Reaktion eben nur eine tiefe Liebe und Dankbarkeit sein. Aber müssen wir erst richtig sündigen, um durch das Geschenk der Vergebung auch lieben zu können? Nein. Nein, mag sein, dass der eine mehr zu vergeben hat und der andere weniger. Wir alle haben alle ein anderes Sündenkonto, jeder für sich. Und wir alle haben auch einen unterschiedlichen Stil unseres Sünderseins. Der eine an der einen Stelle, der andere an der anderen. Aber allein deshalb muss unsere Liebe zu Gott doch noch nicht unterschiedlich sein. Unterschiedlich wird die Liebe erst dann, wenn wir vergleichen. Unterschiedlich wird die Liebe zu Gott erst dann, wenn wir das Sündenkonto des anderen mit unserem eigenen vergleichen, wenn wir dann abwägen hin und her, der mehr oder weniger oder ich und wo bin ich denn nun eigentlich an der Stelle, wenn wir uns an dem einen oder anderen Punkt sicher auch als besser erkennen als der andere, dann gerät die Liebe zu Gott ins Wanken. Ja, überall dort, wo wir Menschen und ihr Wesen vergleichen, dort beginnt die Liebe auf der Strecke zu bleiben.
überall, wo Menschen eine Rangliste, eine Wertigkeit aufmachen, dort verliert die Liebe. Die Liebe bleibt beim Vergleichen immer auf der Strecke, weil in der Liebe nichts vergleichbar ist. Und das war der Fehler des Pharisäers, dass er aufrechnet, dass er das Wesen jener Frau mit seinem eigenen vergleicht. Und irgendwo finden wir dann immer einen Vorsprung vor dem anderen. Oder vielleicht auch eine ungerechte Benachteiligung. Das finden wir auch immer ganz schnell. Genau wie der zweite Schuldner im Gleichnis. Nur indem er weiß, dass dem anderen mehr Schulden erlassen werden als ihm, so wird er weniger dankbar sein als der andere. Gefährlich für unsere Liebe zu Gott wird es, wenn wir anfangen, unsere Beziehung zu Gott im Vergleich zu anderen in die Waagschale zu werfen. Denn Liebe und Freundlichkeit lassen sich nicht abwägen. Liebe Gemeinde, der Kuchen in der Ferienwohnung war eine feine Sache. Und erst als der Gedanke des Vergleiches da war, dass plötzlich alle einen solchen Kuchen bekommen, dann musste die Ernüchterung kommen. Auch wenn Gott uns etwas gibt, ist es nicht mit anderen vergleichbar. Unser aller Leben ist nicht vergleichbar. Um wie viel mehr, wenn es um die Vergebung von Sünden geht. Wenn Gott uns vergibt, dann sollten wir auf unsere Vergebung sehen und nicht auf die Vergebung der anderen. Jesus ist für die Vergebung der Sünden eines jeden Einzelnen gestorben und nicht um einen vergleichbaren Maßstab zu bieten. Dir sind deine Sünden vergeben, hat Jesus zu der Frau gesagt. Und damit meint er nicht nur, dieses oder jenes ist dir vergeben, sondern alle deine Sünden sind dir vergeben, alle. Alle Sünden sind vergeben, auch für uns. Und das gilt für jeden gleich. Nur wer meint, dass alle Sünden für ihn vielleicht nur weniger bedeuten müsste als für den anderen. Wer meint, dass alle Sünden bei sich selbst nicht so viel wie beim Nachbarn wären, der hat Probleme mit der Liebe Gottes. Gott schenkt dir alles. Gott schenkt dir alles im Leben. Aber erst wenn du dein Alles mit dem Alles deines Nachbarn vergleichst, dann kannst du zu hadern anfangen. Aber Gott schenkt dir dein Alles. Und das ist für dich alles. Das ist für dich wirklich alles. Und dafür kannst und sollst du Gott lieben, weil er dir eben dein Alles gibt. Lasst uns doch dankbar und in Liebe auf Gott zugehen. Auf den, der uns, einem jeden, sein Alles im Leben schenkt. Lasst uns dankbar und in Liebe auf Gott zugehen, in einer Liebe, die auch nur die Kategorien der Liebe kennt. Und das ist die Vergebung. Vergebung, die wir von Gott erbitten. Vergebung, die wir von Gott empfangen. Und Vergebung, die auch wir anderen zusprechen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.